Wer sich im Sommer sportiv betätigen möchte, der kommt ganz schnell bei Sommer, Sonne, Sonnenschein auf Beachvolleyball. So auch wir von kurz vor fünf. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir melden uns heute aus Marzahn. Das hier ist der Eastside Beach. Hier wird schon eifrig gebaggert und gepritscht. Und wir wollen Ihnen heute vorstellen, wie kostengünstig oder sogar kostenfrei man hier in Marzahn Beachvolleyball spielen kann. Vorher aber ein Überblick über weitere Plätze in Berlin und Brandenburg. Wir sind zurück in Marzahn und der Eastside Beach, der hier hinter mir mit fünf Feldern fleißig benutzt wird, der liegt direkt an der Märkischen Allee, wenn Sie mal herkommen möchten. Und dann ist das Ihr Mann, Mirko Heine, organisiert das hier alles, Vorsitzender des Marzahner TSC. Wer beacht denn hier? Ah, hier können alle beachen. Also wir sind offen für jedermann, von Kindern, also Kitas, Schulklassen, jeder darf hier kommen. Die dürfen übrigens auch umsonst spielen, zusammen mit öffentlichen Trägern. Das ist mit im Rahmen des Eastside Beach unser Konzept. Abends können jetzt auch normale Freizeitsportler spielen oder eben Vereine, die kommen. Und das wird sehr gut angenommen von allen möglichen, die hier wohnen und die hier spielen möchten. Und wer jetzt nicht über einen öffentlichen Träger kommt, also eine private Gruppe, wie teuer ist das für die? Ja, also vor 17 Uhr kostet 5 Euro die Stunde das Feld und nach 17 Uhr kostet 10 Euro die Stunde. Und wir richten auch diverse Feiern aus, wird sehr gut angenommen, weil diese Anlage wirklich hier in Marzahn was ganz Besonderes ist. Diese Anlage wird hochfrequentiert, auch am Wochenende hatten Sie die U20 Deutschen Meisterschaften hier zu Gast. Wie steht es denn um den deutschen Beachvolleyball-Nachwuchs? Oh, da kann ich ja selber sagen, weil ich selber Trainer war, da hat sich sehr, sehr viel getan. Und die U20-WM, Deutsche Meisterschaft, die wir hier hatten, war ja gleichzeitig die WM in Rom, waren unter einem sehr hohen Level, Also die Spieler waren sehr, sehr gut und die Mannschaften haben auch wirklich auf einem hohen Leistungsniveau operiert, muss ich sagen, war sehr gut. Wer jetzt vielleicht mal Lust bekommen hat, das einfach mal auszuprobieren und noch nicht irgendwie aktiv organisiert ist, kann man hier auch Hilfe bekommen und vielleicht nicht gleich zu zweit, sondern erst mal mit ein paar Leuten mehr auf den Platz gehen? Ja, wir haben auch Trainer bei uns, die bieten Kurse an und das kann man alles im Internet unter eastsidebeach.de sich nachlesen. Und als Trainer haben wir zum Beispiel auch einen südafrikanischen ehemaligen Nationalspieler, den Lo Franken, der bietet auch selber Kurse an. Also hier wird ihm auch geholfen, wenn man spielen möchte. Okay, wunderbar, vielen Dank, Herr Heine, für die Information. Und wir wollen Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt mal zwei Weltklasse-Beachvolleyballerinnen ein bisschen näher vorstellen, nämlich die Berlinerinnen Sarah Goller und Laura Ludwig. Seit 2004 spielt die waschechte Berlinerin Laura Ludwig zusammen mit der Starnbergerin Sarah Goller Beachvolleyball. Inzwischen sind sie eins der besten Duos der Welt. Und dabei auf und neben dem Platz unzertrennlich. Ihre Freundschaft ist keine Pose, sondern echt. Wir haben ganz viel Spaß einfach miteinander. Wir können über alles lachen, über alles reden. Wir sind nicht ganz so streng mit uns. Wir sind zwar auch ein bisschen diszipliniert manchmal, aber nur manchmal. Durch ihren Sport sind Sarah und Laura ständig zusammen rund um den Globus unterwegs. Streit gibt's zwischen beiden fast nie. Manchmal gehen wir uns dann einfach auch mal ein bisschen aus dem Weg, wobei das eigentlich selten ist. Also wir verstehen uns gut und manchmal muss man sich dann einfach auch mal anzicken, das gehört dazu. Und dann vertragen wir uns wieder, dann ist wieder gut. Wie gesehen spielen die Profis beim Beachen 2 gegen 2. Bei mir ist jetzt Bastian Grote. Sie sind Hallenspieler normalerweise in der zweiten Liga in Schöneiche. Da spielt man 6 gegen 6. Jetzt im Sommer trainieren Sie hier. Was spielen Sie denn lieber? Also persönlich spiele ich lieber natürlich 2 gegen 2. Das fordert mich einfach mehr und es macht mir am meisten Spaß, mich richtig abzuwälzen, abzurackern und den Ball zu erkämpfen. In der Halle hat man viel mehr Konkurrenz. Man muss halt sich um eine Position, die man spielt, streiten und man kommt nicht so oft zum Zuge. Vielleicht hier ist man immer in Aktion und das macht den Körper auch fit und das macht einfach viel mehr Spaß. Und was ist anstrengender, wenn man hier so sieht, das sieht ja doch ganz schön heftig aus, wie sich manche Leute durch den Sand ackern und man muss ja auch ein bisschen schneller sein, glaube ich, als in der Halle, oder? Ja, natürlich. Also es fordert einen Spieler auf jeden Fall mehr, nach meiner Meinung nach jedenfalls, weil ich einfach die ganze Zeit hinten wuseln muss, blocken muss, springen muss, rennen, die ganze Zeit in Aktion. Und das hat man in der Halle nicht so. Da hat man oft auch mal Ruhepausen, Auszeiten genauso, aber es macht auf jeden Fall auch viel mehr Spaß. Jetzt beherrschen Sie diesen Sport sehr, sehr gut. Deswegen spielen Sie auch in der zweiten Liga in der Hallensaison, in der Wintersaison. Was können Sie denn unseren Zuschauern vielleicht an Tipps mitgeben, wenn die jetzt mal anfangen möchten, als Amateure auf den Beachvolleyballplatz zu gehen?
Na, auf jeden Fall am Anfang keine Angst haben, wenn man der Ball nicht übers Netz geht. Man sollte halt das, was man in der Schule vielleicht irgendwann mal gelernt hat, Baggern, Pritschen, Aufgaben, sollte man schon mitbringen können. Also auch noch ein bisschen festigen, ein bisschen mit dem Ball spielen, hin und her. Und irgendwann kann man sich dann natürlich auch ans Netz trauen und den Ball dann rüberspielen. Und so peu à peu wird dann halt auch ein Spiel daraus. Einfach mal ausprobieren. Genau. Dankeschön, Bastian. Und Fitness würde natürlich auch noch ein bisschen helfen, um beim Beachvolleyball eine gute Figur zu machen. Und dafür haben wir was für Sie, wie Sie wissen, was jetzt kommt. Der Fitness-Tipp der Woche. Und wenn Ihnen das jetzt ein bisschen zu schnell ging, gar kein Problem. Sie können sich die ganze Sendung noch mal ganz in Ruhe bei uns im Internet anschauen. Und wir haben alle Informationen zum Thema Beachvolleyball auch für Sie im rbb-Text auf Seite 358 zusammengestellt. Nutzen Sie das schöne Wetter, gehen Sie einfach mal eine Runde beachen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.